Ob zu Hochzeiten, Geburten, Geburtstagen oder auch in Trauerfällen, es sind Anlässe, zu denen Familien zusammenkommen. Und vielleicht hast du Lust, zu diesem Anlass auch einmal einen Stammbaum zu visualisieren. Wie du einen Stammbaum in Form eines Videos erstellen kannst oder auch als Präsentation, zeige ich dir in diesem Video. Es sei schon mal verraten, zu diesem Thema gibt es auch ein VIP-Projekt mit einer fix und fertigen Vorlage, das ich unter dem Video verlinke. Zunächst zeige ich dir aber einmal, aus welchen Objekten du selbst einen Stammbaum in Photovision, Videovision oder Stages animieren kannst. Als Vorarbeit solltest du schon die relevanten Personen recherchiert haben und vielleicht auch eine kleine Skizze parat haben, damit die Umsetzung schnell gelingt. Dann kannst du loslegen. Ich verwende hier Videovision 2023. Das Kapitelobjekt ermöglicht das mehrspurige Arbeiten. In meinem kleinen Beispiel werde ich 3 Ebenen bauen. Überlege dir, wo du den Baum starten möchtest. Da das Beispiel hier für eine goldene Hochzeit ist, fange ich beim Jubilantenpaar an. Als erstes füge ich einen Hintergrund ein. Dafür benötige ich erstmal keine Einblendung. Und als nächstes füge ich eine Form ein. Im Abschnitt Form gibt es eine große Auswahl. Ich entscheide mich einfach hier für Form 8. Ich mache diese etwas größer und platziere sie auf dem Hintergrund. Ich könnte per Bildeffekt der Form einen Verlauf geben oder eine Farbe, aber ich lasse sie einfach weiß. Und dazu wäre jetzt ein Bild schön von dem Brautpaar. Ich füge also ein Bild unter der Form ein. Im Bildeditor schneide ich das Bild zu, damit nur die Brautleute zu sehen sind. Das Bild verkleinere ich dann und platziere es. Und damit es noch etwas eleganter aussieht, versehe ich das Bild noch mit einem Maskenbildeffekt. Man könnte hier auch einen Kreis nehmen oder was auch immer. Und dann beschriften wir die Form natürlich noch mit einem Textobjekt. Zunächst die Namen der Brautleute. Und dann eignet sich hier ein kleines Emoji. Das lässt sich mit Windows und Punkt aufrufen. Und dann kann man hier zum Beispiel diese Kirche nehmen und das Datum der Hochzeit ergänzen. Dann die Schriftgröße noch ein bisschen passend machen. Alles etwas ausrichten. Ihr wisst, wie es geht. Ich spiele es einmal ab. Man sieht, dass der Text hier noch eine Alpha-Blending-Einblendung hat. Die möchte ich an dieser Stelle nicht, also entferne ich die Textanimation. Und stattdessen soll alles auf einmal eingeblendet werden. Dafür lege ich meine Objekte in eine Flexikollage. Und dann erhält diese Flexikollage eine Einblendung. In diesem Fall wähle ich Schieben von oben. Dann spiele ich es noch einmal ab. Alle Einzelteile werden gemeinsam von oben hereingeschoben. Die erste Ebene wäre damit fertig. Wir kommen also zur zweiten Ebene, den Kindern von Marianne und Dieter. Ich kopiere die Form mit gedrückter Steuerungstaste. Die stufenförmige Anordnung in der Timeline sorgt dafür, dass halt die Ebenen nach und nach eingeblendet werden. Dann ziehe ich die Form an die gewünschte Stelle im Layout Designer. Und dann kopiere ich die Form nochmal für das zweite Kind von Marianne und Dieter. Und richte alles aus, dass sie in einer Ebene sind und dazwischen auch etwas Platz ist. Nun kopiere ich das Bild, um es direkt als Vorlage für das erste Kind zu verwenden. Das Bild der Brautleute ersetze ich dann mit dem Foto vom Sohn. Dazu muss ich im Bildeditor natürlich noch den Bildausschnitt anpassen. Und dann bringe ich das Bild noch an die richtige Position. Das Bild kopiere ich jetzt gleich noch einmal für das zweite Kind von Marianne und Dieter. Und tausche auch hier wieder den Bildinhalt aus. Versuche immer,
das, was du an der einen Seite wegnimmst, an der anderen zuzugeben, damit die Form bzw. das Seitenverhältnis des Bildes in der Maske gleich bleibt und du die gleiche Größe erhältst. Hier passt es jetzt nicht ganz, da muss ich das Bild etwas vergrößern, damit beide Maskenbilder gleich groß sind. Und nun kommt noch die Beschriftung dazu, also die Namen und Geburtstage für Kind 1 und Kind 2. Statt des Kirchen-Emojis gibt es bei den Kindern hier ein Fläschchen. Wie gesagt, einfach Windows-Taste und den Punkt und dann bekommt ihr die Auswahl. Wenn alles fertig vorbereitet ist, kommen die einzelnen Teile wieder in Flexicollage-Objekte. Und die Flexicollagen bekommen dann auch wieder Einblendung. In diesem Fall für Timo Schieben von links und für Agnes Schieben von rechts. Jetzt stellen wir noch die Verbindung zwischen den Eltern und den Kindern her. Das machen wir mit einem einfachen Pfad. Der Pfad hat beim Einfügen 4 Marken, wir brauchen nur 2. Also entferne ich 2 Marken und dann setze ich den Anfang hier bei den Eltern hin. Und die zweite Marke lasse ich zu den Kindern laufen. Die Zeitmarke ändere ich auf 2 Sekunden, das heißt, der Pfad wird in 2 Sekunden gezeichnet. Ich mache ihn etwas schmaler und auch die Farbe passe ich an. Ein Tipp noch zum Platzieren und Anordnen der Objekte. Ich weiß, dass die Geschwister hier in der Mitte liegen und der Pfad deswegen bis in die Mitte gehen muss. Wenn du das mal nicht siehst, kannst du die Reihenfolge der Objekte in den Timeline-Spuren ändern, damit du eben mal mehr oder mal weniger Vorgängerobjekte siehst und die besser zusammen platzieren kannst. Ich spiele den Stand der Dinge gleich nochmal ab. Und dann sehen wir, bei Marianne und Dieter verschwindet der Text. Das liegt daran, dass dieser eine Ausblendung hat. Ich ändere das unter Texteffekt anpassen, gehe hier auf den Reiter für die Ausblendung und stelle das auf Liegen lassen, nicht ausblenden. Und dasselbe muss ich auch noch bei den Kindern tun, weil deren Textobjekte sind ja die kopierten Textobjekte der Eltern. Sprich, die brauchen diese Ausblendung. Liegen lassen, nicht ausblenden, ebenfalls. So sieht es jetzt also aus. Man könnte jetzt an dieser Stelle ein paar Familienfotos, ein paar Hochzeitsfotos, ein paar Fotos von den Kindern zeigen oder aber auch gleich zur Enkelgeneration des Jubilantenpaares gehen. Das machen wir. Und in diesem Fall kopiere ich jetzt nicht die einzelnen Teile, sondern ich kopiere gleich die komplette Flexicollage. Beim markierten Flexicollage-Objekt kann ich jetzt diese komplette Flexicollage verschieben, also einfach ein Stück tiefer ziehen. In der Flexicollage werden die Objekte immer noch an ihrer ursprünglichen Stelle, wie beim Vater. Aber durch das Verschieben der Flexicollage habe ich halt alles in dieser Anordnung direkt weiter nach unten gezogen. Ich passe dann nur wieder die Inhalte so an, dass es für die neue Generation passt. Für das zweite Kind von Timo kopiere ich mir Agnes, denn da ist die Ausrichtung Bild rechts passender. Ich ziehe auch wieder die Flexicollage nach unten und tausche dann wieder nur die Inhalte aus. Welche Variante du nimmst, Einzelteile kopieren oder ganze Flexicollagen kopieren, bleibt dir überlassen. Manch einer mag es vielleicht übersichtlicher und möchte das selbst anordnen, manch einer ist schon erfahrener und arbeitet lieber mit den Flexicollagen. Den Pfad, um den Vater mit seinen Kindern zu verbinden, kopiere ich wieder von diesem Ausgangspfad, so habe ich schon die passende Farbe und Breite, lege den Start an Timo und das Ende an Kind 1. Dann kopiere ich wieder den Pfad und stelle eine Verbindung zwischen Timo und seinem zweiten Kind her. Die erste Marke des kopierten Pfades lege ich hier in die Mitte, die zweite schiebe ich nach rechts. Und dann füge ich hier noch eine Marke hinzu für diesen Knick und lege das Ende an Kind 2 an. Und per Rechtsklick kann ich die Dauer des Pfades bearbeiten. Und da gebe ich auch 2 Sekunden ein, damit diese Linie 2 Sekunden läuft. Spielt da ein bisschen mit dem Timing, wann die unterschiedlichen Ebenen kommen und wie die unterschiedlichen Ebenen eingeblendet werden.
Vielleicht habt ihr auch noch Musik dazu, dann richtet das so ein bisschen auf den Takt der Musik aus. Ich lasse Kind 2 noch etwas später erscheinen, setze es hier also in der zeitlichen Abfolge noch etwas weiter nach hinten. Und wer möchte, kann auch noch einen Schatteneffekt verwenden. Den Schatteneffekt gibt es allerdings nicht in Photovision, nur in Videovision und Stages. Und den ziehe ich einfach auf die Flexikollagen. Der Schatteneffekt lässt die Äste des Stammbaums einfach etwas plastischer wirken. So könnte das dann am Ende aussehen. Jetzt zeige ich noch mal kurz, wie man auf so eine Stammbaumanimation ein paar Fotos folgen lassen könnte. Ich füge dafür einfach nochmal einen Hintergrund ein, den gleichen wie eben, packe das in ein Kapitelobjekt, um Spuren zu erhalten, und platziere auf diesem Hintergrund meine Fotos. Es gibt da wieder unzählige Varianten, was man machen könnte. Ich mache so einen Klassiker, gebe den Bildern einen antiken Fotorand. Das ist hier so ein Bildeffekt. Beide Bilder haben keine Einblendung. Ich werde diese stattdessen einfliegen und ausfliegen lassen. Das geht mit einem Bewegungspfad. Dann lege ich das Bild links aus dem Bildbereich heraus, füge eine Marke hinzu. Also im nächsten Schritt wäre das Bild an dieser Stelle zu sehen. Dann füge ich noch eine weitere Marke hinzu, lege die so ein bisschen daneben und drehe das Bild etwas. Das bringt Bewegung in die Sache. Und mit der vierten Marke lasse ich das Bild wieder ausfliegen. Diesen Bewegungspfad kann ich jetzt kopieren und auch auf das zweite Bild anwenden. Hätte ich mehr Bilder, könnte ich das auch auf mehrere Bilder anbringen. Und dann habe ich hier einen schönen Übergang vom Stammbaum zu einer Bildfolge. Und was wäre gewesen, wenn Agnes nun auch Kinder gehabt hätte? Ich kopiere diesen ersten Stammbaum nochmal. Wenn du von vornherein weißt, dass du mehr Ebenen brauchst, kannst du die Objekte schon von vornherein kleiner anlegen. Aber auch im Nachhinein kannst du über die Flexikollagen deren Inhalte kleiner machen. Also du markierst die Flexikollage, verkleinerst deren Ausfallrahmen und der gesamte Inhalt wird kleiner. Das kannst du dann für alle vorhandenen Ebenen tun. Um für alle Flexikollagen dann die gleiche verkleinerte Größe zu haben, kannst du das über die manuelle Eingabe steuern. Und noch eine Variante. Statt die Kinder von Timo und Agnes noch in der ersten Ausgangskarte zu zeigen, könnte man auch einfach einen Übergang schaffen, um die Familien von Timo und Agnes dann nochmal jeweils getrennt zu zeigen. Ich könnte beispielsweise jeweils von Timo und Agnes eine Linie herauslaufen lassen, damit klar wird, dass der Stammbaum weitergeht. Und in den folgenden Kapiteln stelle ich dann einmal die Familie von Timo vor und genauso dann auch noch einmal die Familie von Agnes. Durch die frei kopierbaren Bausteine seid ihr wirklich ganz flexibel und könnt auch die kompliziertesten Familienverhältnisse nachvollziehbar abbilden. Da ist wirklich eine Skizze vorab hilfreich, damit ihr wisst, wen ihr wann in welcher Konstellation zeigen wollt. Ich habe dir jetzt die Grundlagen gezeigt, mit denen du selbst Stammbäume erstellen kannst. Im VIP-Club gibt es im Download-Bereich für Mitglieder bereits eine komplett fertig gestaltete Sammlung von Varianten. Ich füge das Projekt hier einmal ein, bekomme keinen Schreck. Die Grundlagen wirst du gleich wiedererkennen, aber es sind halt noch zusätzliche Animationen enthalten. An den Kapitelbeschriftungen siehst du immer genau, was wo enthalten ist. Ich spiele die ersten beiden Beispiele einfach mal an. Also das Kind erscheint, es kommen 2 Pfade, einmal zur Mutter und zum Vater. Und daraus ergeben sich dann nochmal die Großelternpaare. Und hier nochmal die umgekehrte Variante. Starten bei den Großeltern und enden beim Kind. Und dabei kann man auch diese leichte Kippbewegung beobachten. Schauen wir uns das im Detail an. Hier sehen wir die Flexikollage fürs Kind. Wir haben wieder eine Form. Diese Form hat einen Farbverlauf. Das kann man, wenn man möchte, bearbeiten
oder auch einen Farbverlauf von den Bildeffekten hinzufügen. Da gibt es einen ganzen Abschnitt zu. Einfach mal schauen. Dann haben wir im Effekt das Bild, das du auch wieder einfach austauschen kannst. Und diesmal ist am Bild aber auch direkt die Beschriftung zu der Person angebracht. Das kannst du auch einfach ändern. Zum Kind gehören hier dann noch diese beiden Pfeiler. Der eine, der zur Mutter geht, der andere, der zum Vater geht. Alles ist in dieser Flexikollage vereint. Und an diese Flexikollage docken dann die Elternflexikollagen an. Also hier ist Eltern 1, die Mutter, alles wie gehabt. Und diese Flexikollage ist halt direkt so an das Kind angeordnet. Genauso der Vater und die Großeltern. Und daraus gibt sich nochmal eine große ganze Flexikollage, die am Ende mit einem Bewegungspfad abgeschwenkt wird. Alle Flexikollagen sind vereint in einer weiteren Flexikollage. Hier findet aber erst einmal noch eine Kippdrehung statt, also so eine 3D-Bewegung. Das kann man hier in der manuellen Eingabe sehen. Es gibt halt zwei Marken und es wird leicht an der X-Achse und an der Y-Achse gedreht und dann gibt es so eine leichte Kippbewegung. Die entferne ich aber mal, damit das nicht ablenkt. Und wir schauen uns hier noch die oberste Flexikollage an. Die enthält drei Marken, mit denen die Collage sozusagen am Betrachter vorbeigezogen wird. Ich entferne diese, damit es etwas nachvollziehbarer wird. Also der erste Ausschnitt zeigt das Kind groß, den unteren Teil unserer Collage sozusagen. In der weiteren Marke wird das Kind kleiner gezeigt und dafür werden die Eltern sichtbar, die hier nach und nach ja alle eingeblendet werden. Und mit der dritten Marke ist das Kind dann ganz klein unten am Rand und auch die Großeltern sind dann im sichtbaren Bereich. Ich spiele es mal jetzt ab mit meinen Marken. Also das sichtbare Bild verkleinert sich und dadurch wird mehr vom Gesamtbild sichtbar. Das Timing stimmt jetzt hier nicht, das müsste langsamer laufen, aber es ging ja darum, einmal das Prinzip zu zeigen, wie es funktioniert. Guckt es euch am besten selbst mal an, das WIP-Projekt. Ihr könnt die Bausteine umsortieren, die Farben ändern, das Timing ändern, ganz wie es euch gefällt. Viel Spaß beim Ausprobieren und Nachmachen dieser Idee und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Danke!